Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen Folge Assassin's Creed 2, wie versprochen, auf dem Aussichtsturm. So, der letzte ist es noch nicht, soweit ich weiß. Steht normalerweise gleich dran. 48 von 73, aber wir sind schon mal ganz gut dran eigentlich. Also, Aussichtstürme sind ja doch relativ einfach zu finden, weil die sind ja auch immer ganz gut markiert. Habe ich denn auch einen im Moment oder war es das gerade? Also, das war es erstmal, aber wie man gut erkennen kann, es ist noch nicht alles von Venedig enthüllt. Daher, ja, ist es nicht so einfach. Und wir machen als nächstes das Assassinengrab. Da habe ich auf jeden Fall so richtig Bock drauf. Dazu muss ich mich nur hier in das Sperrgebiet wagen und das wird natürlich nochmal rosig. Wenn sie mich sehen, bin ich am Arsch. Ja, ja, ja. Was? Die rasten jetzt schon aus, obwohl ich gar nichts gemacht habe? Also das ist hart. Ne, das so komme ich da schon mal nicht hoch. So, dann rennen wir nochmal weiter, weil ich muss irgendwie anders docken. Schauen wir hier irgendwo. Ja, vielleicht, vielleicht. Da muss ich mal schon schauen. Ach, scheiße. Das war natürlich mal wieder so ein herzliches Fail. So, da geht's lang. Da können wir vielleicht auch hochgehen. Ja, ich ignoriere die mal ganz kurz, weil der Kampf ist total sinnlos, wenn ich den jetzt hier bestreite gegen die Pisser. Deswegen versuche ich mal hier irgendwie rüberzukommen. Irgendwie muss es ja in die Richtung gehen, oder? Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Aber vielleicht. Ach, komm schon, Depp. So, okay. Ruder mal nochmal rüber. Oh, shit. Das war vielleicht ein Fail. Aber vielleicht reicht's. Ja, reicht. Okay, gut. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, hier hochzuklettern. Ich sag mal, der eine, der rastet immer aus, gell? So, jetzt bin ich im Sperrgebiet. Okay, der ist auch im Sperrgebiet, aber das interessiert keinen, oder was? Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was der von mir will. Er hat, oh, Alter! Okay, der hat 1500 Eier dabei. Ja, krass, geil. Oh, sag jetzt nicht, dass ich rein muss, oder? Wut. Ah, ne, hier ist es. Okay, aber ich hole mir ganz kurz den Schatz da oben noch. Der würde mich noch interessieren. Er ist schließlich... Okay, da ist noch ein... Depp, sehe ich gerade. Und der... Er weiß, glaube ich, gerade... Der ist ein bisschen verbuggt, so wie es aussieht. Aber gut, besser für mich. Ach du... Ja! Klar, da hast du noch mehr. Das war vielleicht ein Fehler. Ach, scheiße, ich muss anonym werden. Oh, nee. Kommen die überhaupt? Vielleicht kann ich einfach hier stehen bleiben. Oder mal kurz noch da hochgehen und mir den Schatz schnell geiern. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Braucht mich nicht großartig zu interessieren. Ist natürlich nice, wenn es hier so verbuggt ist. Für mich zumindest, weil das ist dann einfacher. Hä? Ach, da kommt jetzt doch plötzlich einer. Nein. Die da. Du bist nicht sehr helle, was? Nun gut, ein Idiot weniger. Depp. Was für ein Posten, aber gut, soll mir recht sein. Gehen wir mal rein und schauen, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Aber es wird bestimmt wieder eine riesengroße Kletteraktion werden. Ich hoffe, wir packen das doch alles in diese Folge, weil bisher war es eigentlich immer so, dass ich es in einer Folge geschafft habe. Müssen wir doch mal schauen. Ah, ich liebe es. Assassin's Creed ist so nice. Ich sag's euch. Okay. Okay. Gut, da kommen wir hin, denke ich. So, das Geheimnis von San Marino, glaube ich, stand da. Ich habe es nicht richtig gelesen. So. Na komm, gib Gas. Noch ist es nicht so kompliziert, noch kriegen wir es hin. Vorausgesetzt, hier trappe ich nicht auf irgendwelche Schalter oder sowas, was mir das Ganze hier versauen. Es wäre natürlich einmal ziehen, zack, Zeichen bekommen. Aber so leicht wird es nicht sein. 4, oder? Ja, könnte 4 sein.
4 Tests bestehen. Das ist interessant. Ja. Okay. Geht es auf Zeit, wenn ich da losrenne? Hebel betätigt, bevor er verschwindet. Na, geil. Gut, aber der kann ja nicht so schnell verschwinden, oder? Das kann er eigentlich kaum bringen. Geht ja eigentlich gar nicht. So, hier was lang. Dann hier lang. So. Okay. So, dann darüber, oder? Na komm, hopp. Hopp. Scheiße, jetzt weiß ich es nicht mehr. Nee. Das war Fail. Das war eindeutig Fail. Ach komm schon. Was macht er jetzt? Okay, er geht wieder von vorne los. Okay, also, das wird jetzt. Es wird vielleicht auch ein bisschen kniffliger, wie ich gedacht habe. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, erstmal hier hoch, haben wir gesagt. Das hatten wir schon. Dann darüber, hatten wir auch schon. Dann darüber, das hatten wir auch schon. Da hoch ist auch okay. Und da lang ist soweit auch in Ordnung. Okay. Wo ist denn dieser Hebel nochmal? Da ist er. Okay. Vielleicht wäre es dann fast... Nee. Da lang geht's leider nicht. Ich muss hier drüber. Oder? Ich glaube schon. Alles andere wäre Schmarrn. Ah, okay. Gut, vielleicht, wenn es darum geht, ist natürlich gut. Oder muss ich überhaupt da lang? Oder muss ich doch außenrum? Nee, ich muss schon hier lang. Das stimmt schon, das ist alles okay. Alles soweit in Ordnung. Glaube ich. Bei der Orgel, voll geil. Okay, da kommen wir auch hoch. Na komm, hopp. Und... Jump! Erwischt! Gut, das erste Zeichen haben wir. Nice. Oh, shit. Okay, vielleicht nehme ich mir gleich noch eine zweite Medizin. Okay, also das Symbol ist safe. Jetzt nehmen wir das hier. Okay. Gut, das muss ich mir irgendwie versuchen zu merken, aber eigentlich ist es einmal im Kreis. Weiter im Kreis. Okay, und da ist er. Gut, dann muss ich dann wahrscheinlich vom Fenster aus rausspringen oder sowas. Okay, los geht's. Na komm. So, also immer im Kreis. Mehr ist es eigentlich nicht. So, hopp. So, da lang haben wir gesagt. Sind wir schon im ersten Kreis. Hopp. Dann geht's da lang, genau. Da dann an der Seite hoch. So, nicht rennen. Da lang. So, gut. Jetzt hoch. Okay, das läuft auch ganz gut. So, dann darüber. Oh, ich dachte schon, jetzt habe ich es verkackt. Aber gut. Läuft! Hopp! Oh, 4 Tests ist schon geil, ne? Das taugt mir, das taugt mir richtig. So. Okay, jetzt bin ich schon mal an dem Fenster. Das ist schon mal auch gut. Und jetzt eigentlich nur noch da hoch. Hopp. Sehr gut, auch der Schalter ist aktiviert. Numero 2. Okay, man sieht jetzt schon, was rauskommen wird. Da wird ein Assassinen-Symbol rauskommen, auf alle Fälle. So. So, okay. Gut, jetzt sind wir unten und der nächste Schalter wartet bereits. Nehmen wir den hier. Okay, das wird vielleicht nicht ganz so simpel. Müssen wir mal schauen. Okay, schauen wir mal. Da müssen wir... Ah, Ezio! Ist irgendwie da hoch, oder? Aber wie? Komme ich da hoch? Nö, auch nicht. Hä? Ernsthaft doch nicht da, oder? Komm schon.
Nee, auch nicht. Hä? Kurz ein bisschen weiter weggehen. Ah, okay. Gut, jetzt verstehe ich das. Gut. Okay. Fallen lassen vielleicht? Wie wär's? Danke. Okay, jetzt schauen wir mal das... Oh, diese Kamera. Perspektivenwechsel immer. So, jetzt aber. Okay, aber das sieht für mich echt verdammt schlecht aus gerade. Ich glaube, das sieht echt fucking schlecht für mich aus. Ich bin zwar jetzt da, jetzt kenne ich auch den Weg, aber das sieht schlecht für mich aus. Och, boah, Glück gehabt. Das war echt nur Glück. Nice. Aber gut so, lieber mal ein bisschen Glück haben. Schadet überhaupt nicht. Sag mal, wie viel Schaden der nimmt bloß durchs Hangeln, ey. So, okay, welches ist noch nicht verdreht? Das hier. Los geht's. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich erstmal hier hoch, ne? Nee. Oder doch? Ich kann es nicht genau sagen. Aber ich muss irgendwie da hoch, natürlich. Na komm jetzt. Ah! Sag mal, lass doch die scheiß Wand mal in Frieden. Sag mal, das, der ist so ein Depp, oder? Der ist doch so ein seltener Depp einfach nur. Ja, Else, geht doch. Also jetzt habe ich schon fast die Hälfte der Zeit verplempert, nur den hier hochzubekommen. Ernsthaft? Das ist doch nicht sein scheiß Ernst, oder? Jetzt hier, ehrlich. So, nochmal. So, komm. Jetzt aber. Sehr gut. Was machst du denn da? So. Okay, jetzt müssen wir da außen rum robben. Soweit funktioniert es auch noch. Ah, doch nicht. Hier hoch. Komm schon. Komm schon. Das ist doch nicht sein scheiß Ernst, oder? Ne, das wird nichts mehr. Da lasse ich mich gleich fallen. Obwohl, komm. Probieren geht über studieren, oder? Vielleicht haben wir noch Glück, aber diesmal, glaube ich, schaut es richtig madig für uns aus. Komm, jetzt kletter doch einfach mal da hoch. Ja, ich bin jetzt... Ja. Ezio. 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 Okay, gut. Jetzt wissen wir aber... Wir wissen zwar eh schon, wie es lang geht, aber wenn das am Anfang nicht hinhaut, dann haben wir ein Problem. So, noch ein Versuch. Okay. Sehr gut, den haben wir schon mal. So, auch das ist da. Okay, soweit läuft's schon mal. Das funktioniert doch. So, auch hier lang passt. Jetzt hier hoch. Und hoch mit dir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und auch hoch. So, sehr schön, das läuft. Okay, jetzt bin ich aber hier noch. Und muss dann natürlich hoch. So. Sehr schön. Und da haben wir es doch schon. Sag doch, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Aber das muss man erstmal alles rausfinden. Ist alles gar nicht so einfach. Also schon, eigentlich war irgendwas schon einfach. Assassinen-Symbol natürlich. Was denn sonst? So, Kammer betreten. Machen wir doch glatt. So. Sehr schön. Und das war's schon dann, oder? Sarkophag öffnen tatsächlich. So, da kriegen wir aber natürlich noch ein bisschen Richies Zeug. Rich Bitch. Alter, wie viele Leichen hier drin hängen. What? Alter, okay.
Der war wohl nicht alleine hier. Oder die. Müssen wir gleich mal gucken, wer das war. Ah, ist nice. Es gefällt mir auf jeden Fall mega. Eine Sie wohl, oder? Ja, eindeutig. Okay, los geht's. Nice, auch das Schlangensiegel ist erledigt. 5 von 6 Siegeln, fehlt uns nur noch eins. Ist nice. So, 1500 Franc. Alter, ich habe 52.000? What? Krass. Das ist mir jetzt schon, also, wow. Hätte ich jetzt gar nicht, wusste ich gar nicht, dass ich so viel Kohle habe. Schon geil. Schon geil. Na komm. Na, wie schaut's aus? Dankeschön. So, wo komme ich denn raus jetzt? Natürlich im Sperrgebiet, 100 Pro. Oder wieder aus dem Gully? Tatsächlich. Kriegt auch keiner mit, ne? Dass ich aus dem Gully steig. Kerl mit einer komischen Kapuze. So ein komischer Ezio. Ezio ist zukünftig eine Beleidigung. Okay, jetzt schauen wir doch mal. Schnell. Ich würde ganz gern die Seite hier holen. So, genau. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir mit der Hauptmission weiter, weil auch das Assassinengrab haben wir jetzt. Und alle Dingens haben wir auch. Wisst ihr, was ich meine? Alle Aussichtstürme? Eigentlich haben wir so gut wie alles inzwischen. Oh, da sind nochmal 22 in meiner Villa. Alter. Okay, also Geldprobleme sind Geschichte, so wie es aussieht. Dann kann ich vielleicht doch mal ein paar Gemälde kaufen. So, hier ist die Hauptmission. Die wollen wir aber noch nicht aktivieren. Sondern wir wollen da hinten natürlich unsere Geherben aus dem Weg. Sag mal, ernsthaft? Komme ich da überhaupt schon rüber? Oder war das der, was so problematisch zu erreichen war? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Okay, oben bin ich auch. Da ist er. Nicht in. Sorry. So. Da drüben irgendwo nehme ich an, ne? So, schön hier am Wasser ist, du kriegst da keinen Fallschaden. Das taugt enorm, weil ich bekomme so oft Fallschaden mit Ezio. Ist auch nicht mehr normal. So, hier ist tatsächlich wieder Schluss. Aber ich muss doch schon an die Ding kommen. An die Seite. Das kann doch nicht sein, dass ich dann nicht rankomme, oder? Geht das tatsächlich? Ja, mal schauen. Oh, nee. Das ist schon wieder eine Mauer. Nö. Keine Chance bis jetzt. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Was ist Kacke? Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Halt's Maul. Oh, Desynchronisation. Nee. Da kommen wir nicht ran. Okay. Schauen wir noch mal, was wir sonst noch machen können. Wir haben jetzt nicht mehr allzu lange. Sollen wir in die Villa noch schauen? Ach nee, hier ist ja noch eine. Das sehe ich gerade. Okay, die holen wir uns noch. Nap, 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 nap. Oh, ups. Sorry. Ja, du hast dich doch zum Narren gemacht, Idiota. Bolle, die Poppy. Okay, jetzt muss man natürlich wieder fleißig schwimmen. Blöd, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Weil irgendwas habe ich noch im Hinterkopf gehabt, dass ich irgendeine von den Codex-Seiten... Hallo? Ist das dein scheiß Ernst eigentlich, Ezio? Oh, komm, wir schauen mal beim Maler vorbei und geben unser Geld aus, oder? So. Gemälde, genau. Den nehmen wir mit. Ja, komm, Heilige Drei Könige. Immer schön... Okay, das sind jetzt gar nicht so teure. Ja, gut, das war schon ein bisschen teurer hier. Und das ist sehr, sehr teuer. Aber gut, dann ist das alles... No problema. Das ist alles gekauft. Sehr gut, dann muss ich jetzt... Ich reiß mal ab, weil uns geht es gerade nicht so gut mit dem Bekanntheitsgrad. Ach, das ist ein Fett. Okay, ich muss jetzt auch nicht mehr so viel klauen. Hallo, meine Nüttchen. So.
Wenn wir nochmal an einem Maler vorbeirennen, was wir vielleicht mit viel Glück etwas tun, weiß ich noch nicht. Dann kann man dann natürlich auch nochmal gaffen und alles einkaufen, was geht. Weil ich glaube, ich bin, abgesehen von den Federn, von den 100% dann gar nicht so weit entfernt. Denke ich. Aber ich denke nämlich auch eben, dass wir von den Federn her halt echt am Arsch sind bis jetzt. Alter, geh mal lang. Vermute ich. Also von den Federn her sind wir zurzeit voll am Arsch. Ach, da drüben sieht man es doch schon. Ich brauche natürlich... Ah, da sind sie ja. Meine Nüttchen. So, das werden wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Okay. Müssen wir außen rumlatschen. An der Diät nicht. Sonst kann ich auch die Kämpfer holen, ne? Notfalls. So. Mich wundert es, dass sie diese Codex-Seite so hart bewachen. Komm schon, was macht ihr denn für einen Kack jetzt? Sag mal, seid ihr eigentlich total behindert? Unglaublich. Unfassbar. Was ist die jetzt hier? Aua! Jetzt lass mich doch da rein! Na, so ein Depp, das ist so ein Ezio, ehrlich. Okay, gut. Plündern wir endlich mal unsere Codex-Seite. Hat ja doch lang genug gedauert. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, liken, abonnieren und kommentieren. Ja, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.